Guten Tag, in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Tipp geben. Ihr kennt das ja vielleicht von Android, iOS und GNOME und vielen anderen Oberflächen, dass ihr eure Apps in sogenannten App-Ordnern, App-Folders zusammenordnen könnt und die praktisch mit einem kleinen Klick so extrahieren könnt, dass ihr euch mehrere Anwendungen anzeigt durch einen kleinen Klick. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, könnt ihr es jetzt ganz einfach sehen, denn ich werde das hier unter Unity nachstellen. Das gibt es nämlich auch für Unity. Das müssen wir uns herunterladen. Das ist ein kleines Paket von einer externen Website. Das könnte natürlich immer ein kleines Risiko beherbergen, aber ich wüsste jetzt nicht, was dabei drin sein sollte. Ich habe da nämlich nichts Auffälliges gefunden. Dann lade ich mir das einfach mal herunter und ich setze euch den Link natürlich in die Beschreibung. Das ist ein .deb-Paket, das öffnet ihr dann mit dem Software Center. Da einen kleinen Moment. Der könnt ihr es auch direkt von da aus installieren. So, jetzt müssen wir noch das Passwort eingeben. Und dann wird der ganze Kram auch schnell installiert. So, das ganze Programm wurde schon installiert. Ihr seht noch nichts Neues, ist auch noch nichts passiert. Das müsst ihr alles selber einrichten. Dann klickt ihr einmal hier oben auf eure Dash und gebt App-Folder ein. Habt ihr hier Unity Launcher Folders? Da klickt ihr einmal rauf und bekommt diese kleine Anwendung. Das ist im Grunde genommen sehr einfach. Ihr müsst erstmal einen neuen Ordner erstellen, sozusagen, auf New Drawer. Dann gebt ihr euren Namen ein. Ich nenne es jetzt einfach mal Tools. Da kann alles Mögliche rein. Dann öffnet ihr hier eure Dash. Zieht ihn am besten so hin, dass ihr da direkt rankommt. Öffnet eure Dash. Und zieht da jetzt die ganzen Programme rein, die ihr da drin haben wollt. Zum Beispiel The Binding of Isaac zieht da rein. Die Aktualisierungsverwaltung, Tomahawk, Steam, ja, nochmal irgendwas anderes, Office. Ja, das könnt ihr dann, ups, das könnt ihr dann nach Belieben machen. Das ist dann euch überlassen. Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen einstellen. Hier die Größe der Icons, die Größe der Schrift, die Breite. Da könnt ihr noch euren Style sozusagen aussuchen. Ich nehme mal den ganz normal horizontal und den auf Apply. Dann wird der ganze Kram abgespeichert. Ist alles ein bisschen träge, aber es geht. Könnt ihr es auch schon schließen. Und dann habt ihr hier eure kleine Box mit all euren Anwendungen. Die könnt ihr dann natürlich auch direkt von da aus starten. Mit einem kleinen Klick. Ja, das Ganze kann ganz nützlich sein. Mit Rechtsklick können wir das auch nochmal öffnen. Aber es muss nicht zwangsläufig nützlich sein. Aber es ist doch schon eine nette Sache eigentlich. Ups. Wir können das Ganze nochmal öffnen oder von dort aus löschen und dann auch weiter bearbeiten. Das ist alles gar kein Problem. Aber ich denke mal, das ist vielleicht für einige ganz nützlich und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Nur so als kurzer, schneller Tipp. Und das wär's dann auch. Und dann viel Spaß mit eurem Linux und tschüss, bis zum nächsten Mal.